Hey Leute, Simon hier von Basic Tutorials. In dieser kurzen Review gucken wir uns die Aerox 3 und Aerox 3 Wireless von SteelSeries an. Jede Menge Löcher heißen bei Mäusen meist nichts Schlechtes. Das haben bereits andere Peripheriehersteller vorher bewiesen. Nun hat es SteelSeries mit der Aerox 3 und der Aerox 3 Wireless auf die Spitze getrieben und fast federleichte Gaming-Mäuse gebaut. Der besondere Clou: Trotz 200 rautenförmigen Löchern wurden die Aerox 3 IP54 zertifiziert. Demnach sind sie vor Wasser und Staub geschützt. Und damit sind sie die beiden ersten Mäuse ihrer Art, die diese Zertifizierung erhalten. Die leicht glänzende schwarze Oberfläche aus robustem ABS bekommt durch eine 3-Zonen-RGB-Beleuchtung das gewisse Gaming-Feeling. Dabei befinden sich 2 Zonen im Inneren und eine außerhalb. Diese spannt sich einmal vorne um die Aerox 3 herum. Gewicht wird aber nicht nur durch die Löcher gespart, sondern auch bei allen anderen Komponenten. Beispielsweise wurde die Platine um die Hälfte dünner gemacht und das Mausrad hat ebenfalls an Gewicht verloren. Im Ergebnis kommen ganze 57 Gramm Gewicht heraus. Bei der Aerox 3 Wireless sind es mit 66 Gramm zwar ein wenig mehr, aber immer noch sehr wenig. Das höhere Gewicht kommt durch den Akku zustande, der jedoch extra klein gehalten wurde. Dennoch hält er die kabellose Variante der SteelSeries Aerox 3 per 2,4 GHz Funkverbindung 80 Stunden am Leben und per Bluetooth sogar ganze 200 Stunden. Auch bei den CPI-Daten unterscheiden sich die Modelle. Während die Aerox 3 mit Kabel auf bis zu 8000 CPI eingestellt werden kann, sind bei der Aerox 3 Wireless mit bis zu 18.000 CPI logischerweise mehr möglich. Um eine effiziente Verwendung der Mäuse zu ermöglichen, wurden sie mit speziellen PTFE-Gleitfüßen versehen. Diese machen jede Bewegung noch flüssiger. Wer auf leichte Mäuse beim Spielen steht, sollte sich die SteelSeries Aerox 3 Mäuse auf jeden Fall genauer ansehen. Mit 57 bzw. 66 Gramm haben sie nicht gerade viel auf den Rippen, außerdem warten sie mit Wasser- und Staubschutz auf. Wählt man das Wireless-Modell, bekommt man trotz kleinem Akku sogar ordentliche Laufzeiten von 80 bzw. 200 Stunden geboten. Für die Optimierung, die SteelSeries sich ausgedacht hat, sind die Preise von 70 bzw. 110 Euro unserer Meinung nach gerechtfertigt. Falls ihr noch mehr über die Gaming-Mäuse erfahren möchtet, dann schaut gerne in unserem ausführlichen Testbericht vorbei, der wie immer in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir freuen uns, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!